Hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Gott, schon ganz durcheinander. München, Berlin und so weiter, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Und ja, euer Warten hat sich gelohnt. Es gibt die riesen Black Friday Liebeship Kursaktion, 25% auf alles außer Tiernahrung, alle Kurse, Sessions, alles mögliche, unsere Adventskurse, seltene Kurse, deck dich ein. Code lautet intelligenterweise Black Friday 25, einfach in der Kaufabwicklung auf Liebeschip eingeben und so weiter und so fort. Und heute haben wir eine Nachricht von einem Mann und ja, überraschenderweise geht es mal wieder um toxische Beziehungen, geraten Männer ja auch rein, erstaunlicherweise. Und aber auch hier sind natürlich wieder ein paar andere Aspekte drin. Fangt immer an mit meinen Hauptmodulen, wenn ihr sowas habt. Modul 0, 1, 2, Selbstliebe-Challenge, Umprogrammierungs-Liebe-Chip, Vertiefungsübungen, Bindungsangst. Guckt euch das an. Das ist für euch gemacht, dieses Programm. Und ja. Also, was schreibt mir denn Domjetschkolo? Hallo Hemschi, ich mache es kurz und knackig und politisch unkorrekt. Deine Kurse habe ich fast alle durch. Danke, Bro. Ich drehe gerade wieder eine Runde und möchte die anderen Männer daran teilhaben lassen. Ja, man kriegt immer diese Tests und klar, man muss die Kurse natürlich auch umsetzen. Aber, naja, du weißt, wovon ich rede. Also, du kennst mich eventuell unter, ja, ist bekannt, sie ist in den 30ern und aus Venezuela. Echt jetzt? Ich bin über 40 hier geboren, aber noch gefühlt australisch in der Seele. Wir haben uns über einen Online-Kurs kennengelernt. Ich hoffe nicht meine. sie war angeblich gleich Feuer und Flamme und hat fleißig darüber geinstagrammt. Ich habe sie in meine Stadt eingeladen zu einem Panoramaflug und wir kamen uns näher. Warum gleich so ein... Hast du nicht mal einen Dating-Kurs gemacht? Ich dachte, du hast sie alle durch. Ja, fast alle. Da steht bestimmt nicht drin, dass du gleich einen Panoramaflug machen sollst auf dem ersten Date. Also macht, hoffe, hol dir noch den Datingkurs und hört auf mit diesen super, mega Rosamunde-Pilcher-Dates, was hier, also macht das nicht, ne? Muss die Sache noch umsetzen, ne? Die ich sage. Wir kamen uns näher. Sie war eher still und wir flogen auf Wolke 7. Naja, wie schon dieses Lied sagt, Wolke 4 ist oft besser als Wolke 7, ne? Sex war 12 von 10 Punkten. Ja. Leute, ihr wisst doch, das sind einfach diese chemischen Beziehungen, die auf ich will das nicht wieder alles herbeten, aber auf ja, dass da jemand Mauern oben hat, man vielleicht selber ein Bindungsangstthema, man gibt dann Vollgas, es gibt ein Ego-Thema, sie ist 10 Jahre jünger, sie ist aus Venezuela, sieht wahrscheinlich gut aus, du stellst sie auf ein Podest, dann lässt sich herab mit dir zu V-Sternchen, ja, du, deine Bindungsangst nicht angetriggert, weil sie eine Mauer oben hat, deine Verlustangst nicht angetriggert, weil sie Lovebombing treibt, setzt die Sachen um. Ich weiß, das ist nicht so einfach, man braucht so ein paar Anläufe, auch mit den Kursen, aber du weißt, wie es geht, ne? Sie kam selbstbewusst rüber, vor allem klar transparent. Wir haben ähnliche Werte, Humor ist da alles super, dachte ich. Für die Männer, Red Flags ausdrucken und durchlesen vor und nach dem Date. Wenn erstmal der Jagdinstinkt geweckt ist, ist nichts mehr mit Nachdenken. Eine Woche später lade ich sie an den Tegernsee ein. Nettes Hotel. Dort ist das erste Mal passiert. Wir steigen aus einem Boot und irgendein Typ steht da nah bei mir und buhlt sie auffällig, unauffällig an. Das war erstmal nicht so schlimm wie ihre Reaktion, als sie ihn sah. Erschrocken und ertappt. Ich spreche sie an und sie meinte, da war nichts. Ja, das sind immer die gleiche Frau, die Männer hier daten, die mir schreiben. Sexually open, illoyal, flirty, braucht ständig Aufmerksamkeit, wahrscheinlich schon Papi um Finger gewickelt oder sonst wen. Also ich meine jetzt nicht, irgendwas mit Missbrauch oder so, sondern keine Ahnung, hatte schon früh gelernt, dass das was nützt. Und
datet normale, gesunde Frauen. Also jetzt nicht, dass es ungesund ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nicht diese Frauen, die so sirenenartig daherkommen und einen dann verschlingen, so, ne? Und denk nicht so viel mit deinem SEX-System, so hier. Natürlich soll es hot sein, ein Date, ne? Aber auch hotte Frauen können völlig bindungssicher sein und loyal. Ich weiß es, ich vermute nicht, dass sie bindungssicher ist. Ich weiß es nicht, aber loyal ist sie überhaupt nicht. Und ich weiß, wie das läuft. Ich kenne sowas. Du drehst dich einmal zur Seite und zack, ist schon wieder irgendein Blick getauscht und ätzend, ey. So. Das war erstmal nicht so schlimm wie Reaktion. Also in dem Moment sehe ich sie flirten mit Männern. Nicht mit Worten, aber mit Blicken und Gesten. Dabei spielt sie ein kleines Mädchen. Also wie ein kleines Mädchen. Ja, aber wenn Männer drauf stehen, ne, wenn sie so dieses, das ist ja auch so dieses Heilige und Hure-Ding, ne, erst so ganz schüchtern machen und dann den Koffer aufmachen mit 30 Sexspielzeugen und ich weiß nicht was und dann denkt der Mann, oh, das ist aber verrucht und ja, blickt über alles hinweg, ne, ich meine, kenn das, teilweise kenne ich das, also so ganz so kenne ich es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, aber immer die gleiche Dynamik, ne? So, es kommt mir vor, wie wenn sie ein kleines, schüchternes Mädchen spielt, was nach einem starken Mann sehnsucht. Ach, denk nicht so viel über sie nach, denk über dich nach, ne? Sieht gut aus, kommt wie gesagt aus Venezuela und hat früher gemodelt. Ja, da hat sie wahrscheinlich richtig schön mit deinem Ego Minigolf gespielt und ja, es ist eben nicht immer nur das innere Kind. Also man muss auch sein Ego in den Griff kriegen, ne? Und dann, oh, hat gemodelt und ich krieg sie. Ich nehme dich jetzt mal ein bisschen härter ran, weil du schon lange dabei bist. Weil lange weiß ich es nicht, aber ich kenne deinen Namen auf jeden Fall hier. Krieg dein Ego in den Griff. Also du kannst ja gerne eine hübsche Frau daten, aber muss jetzt nicht so eine irgendwie so ein Vamp daten, wenn du einen angeknacksten Liebeschip hat, der, keine Ahnung, völlig illoyal ist, ne? das sieht in Deutschland sowas von gut bei den Männern. Unglaublich. Ja, aber willst du da mitmachen oder nicht? Es ist kein Weggehen mehr möglich, ohne dass irgendjemand Glotz hinterher sieht und sie abschreckt. Ja, und vielleicht streichelt es sein Ego auch, ne? Sogar im Lidl dauert keine 4 Minuten, ein Typ verharrt in ihrer Nähe und sucht den Blickkontakt zu ihr und bandelt an. Und ich sag dir, das macht sie. Also klar werden auch loyale, gut aussehende Frauen angesprochen, aber die signalisieren das, beziehungsweise haben nicht so einen energetischen Abdruck, der sagt, sprech mich an. Das merkt sie wahrscheinlich selber gar nicht, wie sie flirtet. So. Sie sagt, sie macht nichts und das ist der Punkt. Auf ihrer Stirn steht nicht, ich bin vergeben, sondern jage mich. Ja, genau, meine ich. Am liebsten würde ich eine Kamera laufen lassen. Dreh dich nicht so viel um sie. Warum? Scheißegal, die Frau, echt. Es sind kurze Blicke und kleine Gesten. Zudem musst du wissen, ja, es kommt wieder Sob-Story, was mit ihren Eltern ist. Leute, das ist so scheißegal, was sie in der Kindheit erlebt haben. Willst du sie retten oder was? Bist du hier Pretty Woman, Richard Gere oder was? Also lass es doch. Lass sie doch mit ihrer Geschichte. Und ja, who cares? Du bist der Mann und du gehst deinen Weg, so, ne? Ich habe die Hochzeit sowie Kinderwunsch letzte Woche abgeblasen. Aha. Und stattdessen die Regeln geändert. Flirten ist jetzt für beide erlaubt. Es gibt keine Loyalität mehr. Ja, das ist auch ein Ausweg daraus, aber ich fürchte, du hast deine Liebessucht nicht im Blick. Ich meine, man bleibt, glaube ich, sein ganzes Leben anfällig dafür, deswegen gehen ja auch viele in den USA in SLAA-Gruppen, weil das eben so addictive ist, ne, dieser Lifestyle, und du willst jetzt gerne den Lifestyle behalten und änderst die Regeln. Das wird nicht viel nützen. Du kannst mir gerne nochmal schreiben in ein paar Wochen. Damit es wenigstens ehrlich wird und transparent. Dieses da ist doch nichts, macht mich wahnsinnig. Jetzt fängt bei ihr der Stress an. Sie regt eine Paartherapie an. Wie lange seid ihr zusammen? Willst du jetzt nach ein paar Monaten eine Paartherapie machen oder was?
Ach, du liebe Zeit. Was soll denn das bringen? Dann wickelt sie den Paartherapeuten um den Finger und oder die Paartherapeutin. Ja, viel Spaß damit. Das schreib mir unbedingt nochmal, wenn ihr da wart. Viel Spaß. Toxische Beziehung. Und wir wollen ja wohl nicht sagen, dass es keine toxische Beziehung ist. Keine Paartherapie, Leute. Macht keinen Scheiß, ey. Was soll das bringen? Ganz klar, man sag ich als Paartherapeut, der 20 Jahre Paartherapie macht. auf die wir gehen werden. Oh, schreib mir unbedingt, unbedingt wieder. Da wäre ich ja gerne dabei. so. Und ja, ich bin eifersüchtig, ein sehr unangenehmes Gefühl. Viele tausend Euro ärmer, das nenne ich Lehrgeld. Ja, das passiert, sage ich immer, co-abhängig sehr schnell. Also ich weiß nicht, ob du co-abhängig bist, aber du hast auf jeden Fall so ein Retterthema oder ein Ego-Thema oder beides. Und ja, mein Gott, ich habe auch schon, aber was soll's, ich habe so viel Geld verloren. Aber am Ende ist meine Erfahrung auch, kommt das meiste wieder zurück, wenn man seine Co-Abhängigkeit aufgearbeitet hat, dann kommt eigentlich ganz viel wieder zurück, so ist meine Erfahrung. Und ist auch nur Geld, ist nur Energie. Energie kann auch wieder zurückkommen. Wie kann ich einem Paartherapeuten ihr subtiles Flirten erklären ohne Zeugen? Du drehst dich viel zu sehr um sie. Wie kann ich sie aufdecken? Wie kann ich einen Paartherapeuten überzeugen? Das ist dieses ständige Drehen um den anderen. Und du weißt es doch besser, also hör auf damit, ey, lass es los, ey. Und sucht euch einen sicheren Partner. Das ist nicht so ein Feuerwerk. Also am Anfang ist man natürlich auch total, auch super, auch verknallt. Aber es hat nicht eben diesen toxischen Abdruck, ne? Diesen chemischen Abdruck, der irgendwie nur aus fucking Dopamin und Adrenalin. Was hat das mit Liebe zu tun irgendwie, ne? Also die wird dir noch richtig Freude bereiten, die Frau. Und du drehst dich da komplett um sie, ne? Es steht immer Wort gegen Wort. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich das subtile Flirten übersehen konnte. Ist doch egal. Du weißt, dass es toxisch ist. Ich habe super Antennen und deine Bücher sind meine Bibel. Naja, also ich habe das auch alles nicht in einem Durchlauf verstanden. Ich habe diverse Tests des Universums gekriegt. Ich bin für jeden dankbar. Letzten Endes, auch wenn ich mich oft geärgert habe über die Mädels. Ja, sehe ich die als meine Coaches, als jeder hat mich weitergebracht. Dann kann man nur dankbar für sein. Und aber sonst Scheiß hier, also will ich nie wieder haben irgendwie. Und ich verstehe das total, dass das mehrere Durchläufe bräuchte, aber ganz ehrlich, die Frau, die wird dich fertig machen, ey. Energetisch sage ich jetzt, vielleicht macht sie groß gar nicht so, aber du wirst, weil man kann sehen, dass du so im Liebessuchtmodus bist. Und ich sag's ja nur, will niemand den Spaß verderben, aber das ist ein toxischer Spaß hier. Wahrscheinlich wickelt sie den auch im Finger. Sie kann zuckersüß sein und unschuldig wirken. Am liebsten hätte ich bei dir gebucht. Das würde ich nie machen, ey. Ich mache keine Paartherapien mehr bei toxischen Beziehungen, ey. Für die Männer prüft, ob die Dame eine stark sexualisierte Kommunikation hat. Also, dass der Jagdinstinkt bei jedem Mann auf der Straße zündet. Prüft sehr genau, ob sie Einzelkind ist, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, und als Papas Prinzessin erzogen wurde. Ja, es sind sicherlich mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Und jeder hat halt seine Themen, ne? Ich meine, letztlich ist Genetik aus meiner Sicht spirituell auch einfach Lebensthemen, die man mitgebracht hat. Oder auch Erziehung, scheißegal. Glaub kein Wort, nur Taten lesen. Ja, halt dich an deine eigenen Ratschläge, mein lieber Bro. Nach berauschendem Sex unbedingt ihre Worte maß reflektieren. Hätte ich bloß auf mein bestes Stück gehört, sorry für den Ausdruck, das ist die beste Antenne für Psychofrauen. Ja, ich würde mal sagen, wenn man seinen Liebeschip wirklich umprogrammiert hat, dann findest du auch bindungssichere Frauen sexy. Klar, es ist immer, es ist vielleicht nie, als wenn man Kokain, also es, naja. Ist halt, es ist natürlich anders als dieses Liebessüchtige, ne? Aber was für einen Preis zahlst du für diese paar Minuten Sex? Achso, der Satz geht noch weiter. Wenn die Sexanreize, na, den Satz verstehe ich jetzt nicht so richtig.
Wenn sie dich mit Nachrichten bombardiert, weil sie dich so sehr vermisst, bedeutet das nichts, absolut gar nichts. Ne, vielleicht denkt sie das sogar, sie vermisst dich. Aber das, wie bewusst sowas ist, wissen wir ja immer nicht. Aber das spielt letztlich keine Rolle, weil sie muss auf jeden Fall Verantwortung übernehmen für ihr Datingverhalten. Aber letzten Endes darfst du, glaube ich, dein Ego mal ein bisschen an die Kandare nehmen, wäre mein Rat. In diesem Sinne, deckt euch ein mit den fucking Kursen und handelt auch danach. Ich meine, ich sage immer nicht nur die Videos gucken, aber ich sage auch, die Kurse wollen natürlich umgesetzt werden. Es ist wirklich ein definierter Weg, um sein Beziehungsverhalten zu verändern. Aber es erfordert natürlich, es ist nicht ein paar Monaten gemacht. Da muss man schon auch mal eine längere Zeit an sich arbeiten. Und aber gut, ihr könnt ja auch anders, woanders an euch arbeiten. Ist alles okay, aber ich glaube, die Kurse liefern euch und auch meine Bücher ganz wichtiges Wissen für diesen Prozess, wo ihr vielleicht das eine oder andere einfach besser einordnen könnt. Aber den Weg muss jeder selber gehen, natürlich. Ne? In diesem Sinne, bis bald, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder.